Moin Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und ja, der Tribok ist anscheinend fertig, hat uns einen Bote die Nachricht überbracht und jetzt wollen wir mal, ja, gucken, wie der Teil denn so funktioniert. Aber dafür müssen wir natürlich auch erstmal dorthin reiten. So, ich hoffe, ich finde den Weg jetzt auf Anhieb, ohne auf die Karte zu gucken. Ich meine, so schwierig ist es ja nicht, man muss ja einfach nur hier aus dem Wald irgendwie raus. Das wird schon irgendwie klappen. Wenn nicht, muss ich dann halt doch die Karte benutzen. Aber naja, wir werden sehen. Und dann bin ich mal wirklich gespannt, wie es jetzt auch weitergeht. Denn Tribox sieht man ja nicht alle Tage. In Aktion auch noch. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade. Naja, wenn ich hier lang reite, geht das, glaube ich. Sollte klappen. So, und Pribislavitz ist jetzt auch wieder ein bisschen mit Geld versorgt. Und wir versuchen halt natürlich auch in Pribislavitz jetzt so viel wie möglich auf Gebäude zu setzen, die auch Profit uns selber bringen. Weil das ja schon sehr wichtig ist, dass es sich auch von selbst finanziert. Weil sonst müssen wir halt immer Geld ranbringen. Was natürlich auch doof ist. Aber ja. Ich glaube, uns wird auch auf der Karte angezeigt für Pribislavitz da, wo auch Leute sind, mit denen wir halt da reden können über Sachen. Halt, ja. So. Der Weg hat uns doch jetzt hier schon gut dorthin geführt, wo wir auch hinwollen. Wir müssen einfach nur dem Rauch folgen, der kommt ja von diesem Haus, was dort auch in den sehr, sehr weit in der Nähe ist. Von dem Tribok. Dorthin hat man, glaube ich, auch schon ein bisschen was gesehen. Okay, hier brennt es einfach noch. Da hinten ist der Tribok. Sehr schön. Dann reiten wir mal dorthin. Wer reitet da auf seinem Pferd? Das sieht mir mal sehr krass nach Herrn Hannisch aus. Naja. Mit wem müssen wir jetzt reden? Mit Robert? Mit. Hier ist auf jeden Fall niemand. Oh. So, laden, laden, laden mal wieder. Aber es sieht schon irgendwie krass aus. Dann lasst mal sehen, wie dick diese Mauern wirklich sind. Ach, das war nur der erste Schuss. Der Tribok muss noch eingestellt werden, das ist alles. Keine Sorge, es läuft alles perfekt. Die Reichweite wird sofort korrigiert. Na, das wollen wir auch mal hoffen. So, hier ist noch ein bisschen Hintergrundgeräusche, weil mein PC noch an ist. Ich muss ihn mal kurz ausstellen. Ja, was kann ich ziemlich im Hintergrund machen? So, jetzt soll es besser sein mit Hintergrundgeräuschen. Hoffe ich mal. Na gut, die PlayStation an sich ist natürlich auch noch ziemlich laut. Aus dem Weg, verdammt, ich muss zu Herrn Divisch. Herr, Sie kommen. Es bleibt keine Zeit mehr. Bringt ihm Wasser. Atme. Das wird schon wieder. Wer kommt?
Eine Armee ist auf dem Weg. Und sie trägt die Farben Hafelmedex von Waldeck. Sie sind schon sehr nah. Hafelmedex? Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen. Dieser miese Bastard. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Die Frage ist, was jetzt tun? Das ist ja die große Frage. Meine Herren, Toss Verstärkung wird uns hier sehr bald angreifen. Das Schwein. Wie viele Männer? Wissen wir nicht. Aber gewiss viele und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein. So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann... Sind wir erledigt, wie Toss es die ganze Zeit geplant hatte. Verschlagene Schlange. Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus. Aber dieses Mal nicht. Was hast du vor? Robert, was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr, wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen. Stark, wie aus Eimern. Hier stellen wir uns auf. Ich und Ratzigs Männer. Ihr wartet, bis sie uns angreifen. Und fallt ihnen dann in den Rücken. Hier und hier. Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Talmberg irgendetwas merkt. Das könnte funktionieren. Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen. Mir genügen noch wenige Männer. Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Wir werden durchhalten. Ich gebe meinen Männern die Befehle. Wir werden bereit sein. Ja, hoffentlich. Wenn das nicht klappt, dann ist aber vorbei. Aber ein Hinterhalt ist immer gut, erstmal. Meine Rolle in der Schlacht, Herr? Ich wollte mich den Skalitzern anschließen. Ich brauche dich für mehr als das. Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten, sind wir erledigt. Du, ich, Hanusch und Ratzig. Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt, Ratzig gefangen ist und ich verwundet bin, führt Hauptmann Robert die Truppen an. Wer wäre besser geeignet? Keine Frage, Robert ist ein guter Kommandant. Aber viele der Männer stammen aus Galitz. Wir brauchen jemanden, der sie kennt und von ihnen respektiert wird. Ja. Dich, Heinrich. Aber das ist... Ich will in die Vorhut. Hör mir gut zu, Heinrich. Die Friedhöfe sind voll mit Helden, die sich kopflos ins Getümmel stürzen. Und wenn dich gleich der erste Kumane erledigt, ist das schlecht für die Moral. Außerdem würde Ratzig mich zum Frühstück verspeisen. Du und eine Gruppe Skalitzer werden sich im Wald auf der anderen Straßenseite versteckt halten. Aber Herr, ich sollte eher... Schweig! Unterschätze nicht die Aufgabe, mit der ich dich betraue. Die Männer sind nervös und du musst sie, falls nötig, zurückhalten. Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken, dass er nicht reagieren kann. Gerät die Formation ins Wanken, brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und die Männer im Zaum hält. Hm. Verstanden, Herr. Das wollte ich hören. Wenn du bereit bist, schließ dich den Skalitzern an. Die versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Ratai.
Ja. Gut. Eigentlich bin ich bereit, ne? So viel mehr ist jetzt auch nicht zu erledigen. Oder? Weiß ich nicht. Ganz wichtig natürlich. Schmiedeset. Okay, wir haben nichts. Das ist natürlich. Ist so natürlich. Ja. Dann reiten wir da mal hin, oder? Und wenn es eines gibt, auf das wir in Palmberg stolz sind, dann darauf. Ach komm, geh doch jetzt da hoch. Ja. So, schließen wir uns den mal direkt an. Ja. Weil warum nicht? Die Frage ist nur, wo genau sind jetzt aufgestellt? Irgendwo hier unten im Wald, oder? Na gut, ich hätte auch einfach den Weg benutzen können. Na gut. Nein, sind die. Sag aber nicht, dass sie jetzt da unten irgendwo sind. Aber ist schon mal gut, dass wir jetzt, dass wir überhaupt davon wussten, von der Verstärkung. Denn sonst wären wir wirklich aufgeschmissen gewesen. So. Auf geht's, würde ich sagen. Es wird keine leichte Nummer werden, aber muss man durch. Noch ein wenig. Kann ich mich nicht auch hindrücken? Na, wahrscheinlich nicht. Ruhig, Männer. Mich kann man schon krass sehen, ja, aber. Das sind viele. Noch nicht. Mein Gott. Ja. Halt! Verdammt! Wir haben uns erwartet! Erster Trupp zur Brücke! Rechts durch! Vorhut! Nach links! Der Rest kommt in mir! Wir flankieren diese Bastarde! Auf sie! Angriff! Oh, okay. Immer rauf, ne? Schon eine Kopfverletzung. Jetzt sind wir im Kampfrausch. Jetzt einen auf die Mütze.
Aua. Dem haben wir schon ganz gut mitgegeben. Man kann gar nicht so viel jetzt erkennen gerade. Da wir auch diese Öffnung im Helm haben, aber. Haben wir noch? Wer möchte noch? Wer hat noch nicht? Dort hinten ist noch irgendwer. So, die Furt haben wir schon mal verteidigt. Das ist schon mal gut. Müssen wir jetzt Herrn Hanusch helfen, okay. Dann aber mal schnell. Auf zur Brücke! Wir müssen ihm helfen! Oh, Herr Divish ist bei uns. Das ist schon mal nicht schlecht. Einfach rein ins Getümmel. So. Auch die hätten wir erstmal erledigt. Also gehe ich mal von aus. Das hier ist Ihr Anführer. Was, dieser Bursche? Erweise mir gefälligst mehr Respekt, Divish. Den wirst du brauchen, wenn du vor Istvan niederkniest. Oh, na sowas, der Welpe zeigt Zähne. Istvan, sagst du? Nicht Herr Istvan oder Herr Toss? Wie nahe steht ihr zwei euch? Ich kenne ihn. Das ist Erik, Toss Hauptmann und rechte Hand. Na, endlich. Eine gute Nachricht. Fesselt ihn und bewacht ihn gut. Diese Bastarde wollen unseren Trebok zerstören. Okay, ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass die dann versuchen, während wir hier beschäftigt sind, irgendwie irgendwas in unserem, bei unserem Lager zu machen. Dann mal auf. Ja, wir müssen uns wirklich beeilen.
Eigentlich kann ich mal das Schwert nochmal wegpacken. Komm, Männer. Hanusch, Dibbisch. Oh, das ist ja aber noch ein Stück. Kann ich nicht ein das Pferd nehmen? Ist das nicht eine Möglichkeit? Oder soll ich mit dem Trupp da gehen? Ich muss nochmal, warte mal, erstmal natürlich Redekunstpunkte vergeben. Immer sehr wichtig. Nehmen wir das mal. Warte mal, ach so, ich wollte ja gucken. Beeil dich und hilf den Männern, den Triborg zu verteidigen. Ja, das heißt, wir sollen auch. Also das heißt, wir sollen schnell machen, dann nehmen wir auf jeden Fall das Pferd. Weil das geht ja wirklich am schnellsten. So. So, dann mal absteigen. Ab in die Schlacht, ne? So, den hätten wir. Den Lump. Den auch. Dann noch den. Okay, dann schnell den Männern helfen hier. Aua. Ich glaube, ich will auch mal mein Schild auswählen. Wenn das denn ginge. Dich kriegt man noch schnell. Oh, das ist gar nicht gut jetzt. Ich möchte eigentlich erst den anderen loswerden. Die haben beide noch so viel Leben, das war eher weniger gut. Die Frage ist, können wir irgendwo hin, wo uns Leute helfen würden? Versuch mal hier reinzugehen. So, jetzt haben wir. Auf sie! Schlag sie alle nieder! Jetzt haben wir die mit unseren Kollegen hier hin. Jetzt haben wir sie! So, den noch? Ist das der letzte? Ich weiß nicht. Kommen noch welche? Oder sind hier um das Lager noch welche rum? Ich würde am liebsten jetzt hier Tränke verwenden.
So, jetzt kann ich Tränke verwenden. Wichtig, erstmal Verbände. So, dann heile ich in dem da schon mal. Und dann zwei Ringe Blumenaufgüsse. Wo kämpfen wir? Wo wird noch gekämpft? Da unten wird gekämpft. Okay, da gehen wir mal auch schnell hin. Ah, hier ist Hanusch. Sehr schön. Wo wird noch gekämpft? Kämpft die da oben jetzt wieder? Oh ja. Komm, lasst mich doch mal durch. Oh, okay. Das haben wir schon geschafft jetzt. Ordentlich Gold gekriegt. Sehr schön. So, dann werden die Kampfhandlungen erstmal beiseite gelegt, oder? Sieht gut aus. Und? Der Schaden ist nicht zu groß. Also können wir schießen? Nicht so schnell. Herr, worauf warten wir noch? Du hast seine Drohung gehört, Robert. Willst du, dass er Ratzig und meine Frau umbringt? Wir müssen unsere nächsten Optionen abwägen. Und außerdem wäre es eine Schande, die schöne Burg zu zerstören. Aber wie locken wir die Ratten aus ihrem Nest? Herr, ich hätte deine Idee. Was, wenn wir die Geiseln austauschen? Er war der Hauptmann in Vranik und brachte Istvans Verstärkung hierher. Er scheint Toss sehr nahe zu stehen, würde ich sagen. Womöglich kann er uns etwas mitteilen. Und vielleicht ist er seinem Herrn ebenso wichtig wie Herrin Stefanie und mein Vater für uns. Du bist wahrlich deines Vaters Sohn. Du bist ein Geschenk des Himmels. Und du hast recht. Wir verhören diesen Mistkerl. Und dann werden wir weitersehen. Ruh dich aus und komm später zu mir. Jawohl. Erstmal müssen wir natürlich unsere ganzen Wunden versorgen lassen. So, erstmal müssen wir natürlich heilen. Oder sind wir? Ne, wir sind nicht automatisch geheilt. So. Noch Ringelblumenaufgüsse könnten nicht schaden. Bringt das eigentlich, wenn wir zwei Tränke einnehmen gleichzeitig? Ich kann sein, dass das gar nichts bringt. Das wäre natürlich doof. Aber naja. Jetzt haben wir schon unser Schmiedeset verbraucht. Das ist natürlich doof. Dort liegt ein Wächter. Wir werden es dann auch mal waschen. Denn das können wir auch mal wieder gebrauchen. Hier ist Roberts Pferd. So, Essen brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja jetzt hier die Tränke getrunken. Und da glaube ich nicht, dass das notwendig wäre.
hören. Robert und noch ein Wächter. Ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin und ciao, Leute.